Seid ihr herzlich willkommen. Ein Live-Orakel. Was erzählen die Karten? Das schauen wir jetzt an. Die Wolke bedeutet, etwas ist undurchschaubar gerade in dein Leben. Diese Karte kann auch halbes Jahr auch bedeuten. Überlege bitte, wie hast du das erlebt oder was hast du erlebt vor halbes Jahr, weil das ist möglich, dass dieses Ereignis oder diese Person kehrt wieder zurück in dein Leben. Es ist noch alles im Verborgenen oder jemand hat ein großes Geheimnis. Und diese Wolke bedeutet wie ein Schleier, alles ist undurchschaubar. Dieser Buch kann aber auch Wissen bedeuten oder Schulungen. Alles steht in guten Sternen, das Glück begrüßt dich. Natürlich, das Buch und die Sternenhimmel kann auch Astrologie auch bedeuten. Und da hast du die richtige Verbindung in eine spirituelle Richtung. Der Ring bedeutet auch etwas Wiederkehrendes. Jemand kehrt wieder zurück in dein Leben und das bringt dir Glück. Und du hast bald wichtigen Gesprächen und das ist sehr, sehr gut, miteinander zum Reden und da habt ihr die Verbindung. Es schmerzt dich etwas oder ihn, das kann auch bedeuten. Oder kommt ein Gespräch auf dich zu, was die Vögel symbolisieren und diese Mitteilung tut dir weh. Oder versucht dich jemand absichtlich verletzen. Hier handelt es sich um Finanzen, Beruf, Berufung und dieser unangenehme Gespräch kommt im beruflichen Umfeld. Die Wolke zeigt, für dich ist das etwas undurchschaubar und du schaust in eine neue Richtung und das kann eine berufliche Veränderung auch sein, dass du gehst jetzt in die spirituelle Richtung und das Buch bedeutet dann eine Fortbildung, Schulungen. Die Fische zeigen aber auch den seelischen Zustand. Etwas hat dich verletzt vor halbes Jahr. Und diese Person kehrt wieder zurück. Vielleicht möchte sie sich entschuldigen. Es ist nicht nur die Finanzen, Beruf, Berufung wichtig gerade, sondern auch die liebe Partnerschaft. Und hier habt ihr eine seelische Verbindung, zeigen die Fische. Aber in der Vergangenheit, vor halbes Jahr, war etwas noch da, was dich verletzt hat oder er fühlte sich verletzt. Das kehrt wieder zurück, diese Situation, und ihr werdet miteinander sprechen. Und die Sonne zeigt schon die Klarheit. Hier klärt sich etwas auf. Und im Augenblick ist wichtig, diese Thematik klären, bereinigen. Und die Kommunikation hilft dabei. So verschwindet diese Wolke, dann scheint wieder die Sonne auch beruflich und finanziell und auch in die liebe Partnerschaft. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.